willkommen zu einem kleinen Spontanvideo von CreaStyleT. Und zwar hat gerade der Paketdienst bei mir geklingelt und es gab ein Päckchen, was ich nicht erwartet habe. Und es gab Post von der lieben Julia vom YouTube-Kanal XLater. Und zwar hat die ja ihr New Shampoo rausgebracht mit Spülung und auch noch anderen Haarprodukten. Und ich hatte da bei einem kleinen Gewinnspiel mitgemacht und das hier ist offensichtlich mein Gewinn. Und ich war gerade dabei, den ganzen Karton aufzureißen und dann habe ich mir gedacht, halt, wieso mache ich da nicht ein kleines Unboxing-Video draus? Deswegen packen wir dieses Päckchen hier jetzt gemeinsam aus. Also machen wir es mal auf. Deckel lege ich mal gerade auf den Boden. Und oh, zuerst einmal ist eine schöne Autogrammkarte dabei, sehr gut. Die kommt direkt zu meiner Pinnwand hinten. Und wir haben einen Rucksackbeutel. Leute, ich liebe Rucksackbeutel. Steht da drauf. Leave a little sparkle wherever you go. Also, lass ein bisschen Glitzer da, wo immer du entlang gehst. So, dann machen wir das mal auf. Ja, das sieht gut aus. Wir haben einmal das New Shampoo in der Duftrichtung Kokos. Oh, das riecht geil. Sehr gut. Einmal. Und ich sehe noch ein Shampoo und zwar in der Duftrichtung Rose. Ich liebe das Rosenshampoo. Ich benutze das gerade andauernd. Und Leute, das ist echt sau ergiebig. Also es hält sau lange. Gut, ich habe auch kurze Haare. Bei Leuten, die längere Haare haben, hält das vielleicht nicht ganz so lang. Aber bei mir hält es doch schon eine Weile an. Dann haben wir passend zu den beiden Shampoos die beiden Spülungen. Yay, Komplettset. Und ich habe noch eine Kleinigkeit entdeckt. Und zwar das Glitterspray. Yay, das hat in meiner Sammlung eigentlich noch gefehlt, weil das kam erst später raus. Ich habe nämlich direkt am Anfang, als das Shampoo rauskam, direkt die Shampoos geholt gehabt. Und jetzt habe ich auch das Glitterspray. Hey, cool. Ja, vor allen Dingen der Rucksackbeutel. Wie gesagt, ich liebe die Teile. Und habe zwar schon gefühlte 100.000 davon, aber wie bei so vielen Dingen, hey, das wäre auch eine Idee für meine Sammlungsvideos, Rucksackbeutel. Aber lassen wir das außen vor. Jedenfalls vielen lieben Dank, liebe Julia. Ich habe mich riesig über dieses Päckchen gefreut. Vielen Dank und ja, mach weiter mit deinen Produkten. Ich bin so total zufrieden mit dem Shampoo und glaub mir, bei meinen Haaren brauche ich schon etwas mehr, damit ich zufrieden mit den Produkten bin. Von daher vielen lieben Dank an euch. Probiert das Shampoo auch unbedingt mal aus. Gibt es in jedem DM zu kaufen, hoffentlich. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wie immer, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video, das ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.